Und es ist wieder soweit. Hallöchen Leute, der Tom hier von den German Gamingers mit meinem 16. Borderlands 2 Legendary Guide. Heute befassen wir uns mit dem Revolver Maggie. In meinem Falle ist das der Loaded Maggie. Ein kleiner Präfix, der von Waffe zu Waffe sich ändern kann. In meinem Falle lässt mich die Waffe schneller nachladen. Mir 4700 mal 6 Schaden. Richtig ordentlich. Auch von Revolver. Die Genauigkeit liegt bei 80. Mag auf den ersten Blick nicht so toll sein, wir werden später aber sehen, dass es richtig, richtig geil ist. Die Feuerrate, so schnell wie man drücken kann, weil es eine Jacobs-Waffe ist. Nachladegeschwindigkeit 2,1 bei mir, weil ich eben das Präfix loaded habe. Die Magazingröße ungefähr so um die 10, in dem Falle 12. Kommen wir zum roten Text, Monty's Wife Don't Take No Guff. Im Deutschen steht da, mit Montys Alter ist nicht zu schätzen, glaube ich. Und das Ganze bringt eben, dass wir 6 Projektile schießen, aber auf Kosten von einem. Und die Waffe, die verhält sich so wie eine Shotgun und das ist eben das, warum die Genauigkeit uns eigentlich ziemlich schnutz ist, weil wir die Waffe im Nahkampf benutzen werden, also wenn der Gegner ziemlich nah ist. Und dann dann später alles niederhauen. Wieso, werdet ihr nachher sehen im Gameplay. Für die Quest brauchen wir erstmal die Questreihe, ich muss kurz nachschauen, wie man gerade eben gesehen hat, die Clan War Questreihe und die muss man komplett durchspielen, bis man gerade eben in der letzten war. Die heißt Clan Wars Zephords vs. Hodangs, keine Ahnung, die Iren halt. Ja, da müssen wir zur Lynchwood Bahnstation, dort wo ihr von The Dust in Lynchwood übergeht und das Ganze ist mir aber noch ein bisschen zu laut, leise machen. So. Ja, wie gesagt, er geht davor und dann werden die Zephyrs und die Hodangs, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie die ausspricht. Die werden sich gegenüberstehen und ihr müsst dafür eine Seite aussuchen. Hier seht ihr, links sind die, gute Frage. Links sind die Zephyrs, ja. Zephyrs und rechts sind die Hodangs. Ihr müsst euch jetzt für eine Seite aussuchen. Geht ihr auf die rechte Seite, müsst ihr dann ja links die Zephyrs töten und dann könnt ihr die Maggie bekommen. Kommt ihr auf die linke, geht ihr auf die linke Seite, dann habt ihr nur eine Chance auf den Slagger, aber nicht auf die Maggie. Das heißt, wenn ihr die Maggie wollt, müsst ihr hier jetzt wie ich hier gerade mache, auf die rechte Seite wollt ihr die Slagger SMG. Über die auch noch ein Guide kommen wird, keine Angst. Dann müsst ihr die Rechten töten. Ihr müsst hier, das ist der Bösewicht, der Mick Severt, der macht sich gerne unsichtbar und hat ein ziemlich starkes Schild, den müsst ihr töten. Und in der Quest müsst ihr auch noch, ja, einfach alle töten. Und haut ordentlich rein. Also es empfiehlt sich eine Waffe mit Blitzaufsatz. Oder mit Elementarschaden Blitz halt. Ihr tötet die ganzen Leute noch, ich habe das hier ein bisschen vorgespult, weil das doch relativ viel, viel, viel sind. Ja, wenn ihr alle erledigt habt, ist die Quest vorbei. Ihr bekommt noch als Questbelohnung eine Shotgun, Unique Shotgun, über die wird wahrscheinlich auch noch ein Guide kommen. Ja. Um ihn dann zu farmen, geht ihr hier nach Lynchwood. Durch meinen ewig langen Ladebildschirm. Dreht euch um, geht wieder in The Dust. Und ihr werdet feststellen, dass da erstmal gar nichts ist. Außer ein paar Kisten, deswegen geht ihr aus dem Spiel raus und ja, ladet euren Spielstand einfach mal neu. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, der Ladebildschirm wird jetzt wieder riesig. Badum, badum. Joho. Jetzt. Werdet ihr gegenüber, werdet ihr den Mick Zephyrs wieder. Ah ne, hier, da vorne ist er, aber. Der Mick wird wieder rauskommen und er holt sich ein paar ja, Assistenten. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich heftig, was die für einen Schaden raushauen, weil es ja so viele sind. Ich habe mich erstmal versteckt mit meinem Bonus-Package, ein bisschen rausgeworfen. Und dann habe ich ihn hier dann, mit dem Bischel ist eigentlich ziemlich einfach, habe ich ihn dann gekillt. Und wie ich so oft manchmal Glück habe, habe ich hier gleich mal die Maggie gedroppt. Und ja, man sieht hier, ich habe sie ein bisschen, also das Screenshot ein bisschen anders da. Hab trotzdem die Loaded Maggie gehabt, glaube ich. Und hier seht ihr jetzt ein bisschen Gameplay.
in Opportunity. Ohne B-Shield erstmal. Später ziehe ich es, glaube ich, wieder an. Dass ihr seht, dass es ordentlich Schaden raushaut. Diese Maggie. Und ja, ihr seht jetzt, das ist schon ordentlich Schaden. Ich werde jetzt gleich noch das B-Shield anziehen. Und das war's dann eigentlich aber auch schon mit dem Gameplay und mit dem ganzen Guide an sich. Vor allem gegen Loader ist die Waffe gut, weil die Loader haben ja an den Seiten, an den Schultern, sag ich erstmal, ihre Kritstellen. Und da die Kugeln sich ein bisschen ausweiten, wie halt bei einer Shotgun. Okay, aus der Entfernung ist nicht unbedingt. Ist die allgemein gut gegen Loader. Und vor allem mit dem B-Shield, was ich gleich noch anziehen werde, ist das schon heftig. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Und wenn ich das B-Shield gleich anziehe, werde ich mich nochmal melden. So, an diesem Punkt ziehe ich dann das B-Shield an. Und jetzt werdet ihr sehen, dass es auch mit B-Shield richtig reinhaut. Hier, 3 Schüsse für den Architekt. Für den auch. Das ist ein Warloader. Der hält ein bisschen mehr aus, aber jetzt 123k. Der hält auch ungefähr nur ein Magazin aus. Da oben nerviger Iron Loader. Da hilft das Bonus-Package. Und ja, alles in einem. Was ist jetzt von meinem Guide? Wie immer, schreibt unten rein, welchen Guide ihr als nächstes sehen wollt. Und dann werde ich das demnächst vielleicht auch noch machen. Ich werde noch, ich kann das nachholen jetzt, noch schauen, wie ich jetzt wieder die Guides hochlade. Vermutlich wieder donnerstags und sonntags. Obwohl dieser hier, ja, heute am Freitag hochgeladen wurde. Ja. Und die Uni-Guides werden kommen. Ich muss noch. Also, die nächsten Guides werden auf Level 50 sein. Oder 51, haha. Also, die Legendaries werden auf 50 bleiben. Erstmal, die nächsten 2-3 Guides. Weil ich mit dem Leveln doch ein bisschen zurückhänge, sage ich jetzt mal. Ja, Pearls and Guides kommen auf jeden Fall noch. Erstmal nur die Unique und die Legendaries, bis ich halt Level 61 bin. Ja, das war's eigentlich vom Guide. Wenn euch der Guide geholfen hat, Daumen nach oben, abonnieren, verbreiten für weitere Guides. Das war's von mir dann, vom Dommer, vom German Gaming Guys. Von den German Gaming Guys. Mit meinem 16. Volume 2 Legendary Guide. Man sieht sich dann im 17. Adios und ciao, ciao.